Guten Morgen nochmal, liebe Kolleginnen und Kollegen. Du hast mir gerade einen guten Satz gegeben, weil ich wollte eigentlich anfangen mit diesem überragenden internationalen Trainerkongress, mit den wunderbaren Themen. Kann, die muss ich zurücknehmen, weil ich mit ein Teil dieser Gruppe war, die es entwickelt hat. Deswegen halte ich mich jetzt da zurück. Nichtsdestotrotz habe ich nur mal reingeschaut vorhin und ich stelle fest, wir haben sehr viele Kongressthemen, Individualisierung, in dem der Trainer, nein, der Referent im Grunde euch allen etwas erzählt aus dem Blickwinkel neben dem Cheftrainer. Also wir schauen auf die Spieler, wir schauen auf Trainingsformen, wir schauen auf Verhaltensweisen, immer aus dem Blickwinkel neben dem Trainer. Es gibt ein, zwei Themen, unter anderem auch mein Thema. Da geht es um die Position des Referenten hinter dem Trainer. Also ich werde die nächsten 60 Minuten euch konfrontieren mit Aussagen, die wir hinter dem Trainer machen. Also wir schauen jetzt in die nächsten 60 Minuten oder 50 Minuten auf den Trainer und nicht unbedingt, was vorne passiert. Das heißt, ihr werdet konfrontiert mit euch selbst, kann passieren. So alte Schachteln, die sich so im Jahr, auf der Jahre entwickelt hat, die man so hinten versteckt hat, werden vielleicht die nächsten 60 Minuten geöffnet und es ist Druck für jeden einen selbst. Also habt Verständnis, wenn der eine andere jetzt aufsteht und rausgeht oder nachher im Laufe des Referats rausgeht, habt Verständnis, es tut weh, solche alten Schachteln zu öffnen. Diejenigen, nur ein Hinweis, die dann rausgehen und haben nur Druck auf der Blase, kurzes Handzeichen geben, dann wissen wir, ihr gehört nicht zu der Sorte. Stimmen wir uns doch einfach mal ein, das mache ich ganz gerne, in die Thematik mit einem kleinen Intro, so das Gefühl, was ist Trainer? Ja, mit solchen Visionen kommen viele Trainer auf den Weg, auch zu uns. Und wer sind wir? Möchte ich noch mal behaupten, wir sind die Hennes-Weißl-Akademie. Und zwar sind wir in Hennef. Ich lese immer wieder und höre auch immer wieder die Trainerakademie in Köln. Vielleicht kann ich es hier nochmal sagen, nein, wir sind die Hennes-Weißl-Akademie in Hennef. Hennef, wunderschön. Die meisten von euch kennen das sicher durch die A-Lizenz und auch teilweise B-Lizenz und auch so zwischendurch mal. Wir haben auch ein Schwimmbad jetzt aufgemacht, also richtig toll geworden, Hennef. Und ganz hinten in der Ecke, da sitzen wir und versuchen die sogenannte Elite-Ausbildung hinzubekommen. Und die nächste Zeit möchte ich einfach mal euch mitnehmen. Mitnehmen rein in unsere Hennes-Weißl-Akademie, um zu zeigen, wie haben wir denn die Trainerausbildung, Fußballlehrerausbildung aufgebaut. Und zwar unter dem Aspekt der Individualisierung. Also gehen wir kurz rein in die Tür und schauen uns mal an, was machen wir denn so. Dazu ist ganz wichtig, im Vorfeld zu sagen, okay, wir reden mal über Ziele. Was ist das wichtigste Ziel der Hennes-Weißl-Akademie? Was ist denn so Inhalt? Was bieten wir denn an? Und entscheidend ist die Vermittlung. Wie bringen wir dann das, was wir haben, auch rüber? Und dann natürlich logischerweise ganz wichtig, Beispiele, schöne Bilder mitgebracht aus dem, was wir da getan haben. Und am Ende, und das ist ganz wichtig, um uns zu verbessern, brauchen wir Strategien. Wie messen wir uns selbst? Wie können wir optimieren? Wie passen wir uns an Gegebenheiten draußen auf der freien Wildbahn? Ja, Ziel, ganz klar, freie Wildbahn. Das oberste Ziel ist logischerweise, was wir immer zu uns sagen, wir wollen den Trainer als Dirigent haben. Ein Dirigent ist jemand, der nicht jedes Instrument spielen kann, logisch. Aber er kennt die Instrumente, er kennt die Tools und weiß, wie er sie optimal zusammenbringt, damit sie harmonieren. Und nichts anderes machen wir als Trainer. Wir können nicht mehr einen Freistoß aus dem Winkel reinhauen, vielleicht der eine andere von uns noch, aber wir wissen, wie es vielleicht geht. Und das ist unsere Aufgabe. Unser höchstes Ziel ist, ultimativ gesehen, wir machen aus den angehenden Fußballlehrern irgendwann Dirigenten, unabhängig des Bereiches. An was orientieren wir uns? Wir haben so ein kleines Kompetenzmodell aufgebaut und wir sehen wirklich diese Individualisierung. Wir wollen den Trainer, den einzelnen Trainer in der Fachkompetenz stärken, ganz stark machen. Aber wenn ich Fachkompetenz habe, ja toll, muss ich es auch vermitteln können. Es nutzt ja nichts, nur zu wissen, sondern ich muss es vermitteln können. Also bieten wir irgendwelche Tools an, helfen den Trainern, wie sie es vermitteln können. Aber das allein ist auch noch nicht das Ende, denn wichtig ist, ich brauche die entsprechende Sprachkompetenz. Das schreiben wir uns auch auf die Fahne in der Ausbildung. Sprachkompetenz. Wenn ich mit jemandem spreche, trete ich in eine sozusagen Interaktion und dann sprechen wir auch gern von der Sozialkompetenz. Die kann man auch schulen, anwenden, lernen. Also werden wir auch in diesem Kompetenzmodell in der Sprachkompetenz bzw. Sozialkompetenz die angehenden Fußballlehrer ausbilden. Darüber hinaus, wenn wir vom Spitzenfußball, wie gerade gesehen, sprechen, reden wir auch gern von Führungskompetenz. Es gibt ja nicht nur die Mannschaft zu führen. Wenn ich sehe, welches Team ums Team heutzutage aufgebaut wird, dann ist diese Führungskompetenz immer bedeutender. Wir haben nur noch Experten,
Leute, die besser sind als der Cheftrainer. Und die müssen natürlich ihre Berechtigung haben, ihre Position haben. Also schauen wir in der Ausbildung bei der Individualisierung auch auf die Fähigkeit der Führung, indem wir ihnen das vermitteln oder auch zeigen, wo sie gerade stehen. Die Medienkompetenz ist im oberen Bereich eher wichtig als im NLZ-Bereich, Nachwuchsleistungszentrum oder auch im Amateurbereich. Aber auch dort wird die Medienkompetenz hoch angesehen. Und im oberen Bereich ist fast mehr Medienkompetenz als manch andere. Diese Ich-Kompetenz ist etwas, was wir hinzugefügt haben aufgrund der Erfahrung der letzten Lehrgänge. Diese Ich-Kompetenz, also wer bin ich, ist jetzt eigentlich auch die Basis geworden. Wenn ich jemand etwas erklären will, muss ich erst sagen, wer bist du? Und deswegen ist die Ich-Kompetenz unheimlich wichtig und die daraus folgend natürlich diese Netzwerkkompetenz. Wir bilden Trainer aus, aber sie brauchen auch ein Netzwerk. Das heißt hochkommen. Und wenn man ein Netzwerk hat, wissen wir alle, Vitamin B-Geschichte, wird es einfacher hochzukommen. Also auch das ist ein Thema, das wir nicht ausbilden, wir weisen darauf hin, aber diese 24 plus minus angehende Fußballlehrer bilden ein Netzwerk. Und wir haben schon oft in der Zukunft gesehen, dass der eine oder andere Cheftrainer aus diesem Kreis jemanden mitgenommen hat. Wir wissen ja, man sieht sich im Leben immer zweimal. Ja, trotz Gruppe, und wir haben 24 plus minus, trotz Gruppe betrachten wir immer wieder den Einzelnen. Das ist so, es geht nicht anders. Wir können nicht die Gruppe ausbilden, sondern in der Ausbildung der Fußballlehrer achten wir auf die Einzelperson. Er hat einen Druck auf der Blase, nur als Information. Die Einzelperson ist unheimlich wichtig. Und deswegen sprechen wir auch in der Ausbildung, vielleicht sogar vermehrt, über diese Individualisierung. Nur, was ist denn eigentlich Individualisierung? Und ich habe den Werner Mittler gerade gesehen, die haben ja auch mit Babette Lohwinger so eine Definition gebracht. Ich habe auch mal in Wikipedia reingeschaut und habe mal nachgehakt. Entfaltung der Invalidität. Ja, Kloppo hat den richtigen Ausdruck. Boah. Aber um etwas zu entfalten, muss ich erstmal wissen, wer bin ich? Und deswegen reden wir in der Ausbildung auch gern natürlich über die Ist-Analyse. Die kommen zu uns, werde ich nachher nochmal speziell darstellen, was sie machen. Es geht einmal um die Ist-Analyse, wer bin ich? Und wenn ich dann weitergehe, Individualität definieren lasse in Wikipedia, Kloppo, ja. Ja, das ist so Mensch, klar, der sich von anderen unterscheidet. Das heißt wieder in unserer Ausbildung, wer will ich eigentlich sein? Oder wie will ich eigentlich sein? Authentisch, aber wie will ich dann rüberkommen? Dann reden wir ganz gerne auch von der Solldarstellung. Also wir haben in der Ausbildung bezüglich der Einzelperson immer eine Ist-Analyse und eine Solldarstellung. Und dazwischen ist die Ausbildung, der Plan, wie komme ich dahin? Ja, und das oberste Ziel, das wir dann haben, um das zu erreichen, nennen wir gern Spiegeln. Wir spiegeln unsere angehenden Fußballlehrer. Manch einer kommt mit diesem Zustand, das tut dann umso weh. Der hat dann vielleicht am Anfang ein Problem, wobei wir immer darauf hinweisen, dass wir es wertfrei machen, unheimlich wertfrei. Aber am Ende soll er sich tatsächlich selbst sehen. Wir spiegeln die Inhaltsqualität des angehenden Fußballlehrers. Was bringt er inhaltlich rüber? Aber wir spiegeln auch, und das ist das, was weh tut, deswegen die Einleitung mit dem Druck auf der Blase, das Verhalten. Das Verhalten eines Trainers. Und die Jungs haben, und Mädels, wir haben wenig, haben wir heute Morgen schon mal gehört, Frauenabteilung, wir haben eine Frau pro Schnitt. Es tut natürlich weh, aber nie mehr in ihrem Leben bekommen die angehenden Fußballlehrer, und ich bleibe bei der männlichen Form ausnahmsweise, diesen Spiegel vor Augen, und zwar 24 Mal. Und das ist der große Vorteil, jetzt sind wir wieder in der Gruppe, dass 23 plus der Ausbilder den angehenden Fußballlehrern einen Spiegel vor die Nase hält. Und zwar wertfrei. Früher, klar, war das Turnvaterjahrengeschichte, da wurde nicht gespiegelt, da wurde vorgegeben. Und glaubt ihr mir, wenn da gestandene Trainer drin sitzen zum Teil und ich erzähle dir was über Fußball, dann habe ich 24 verschiedene Meinungen. Also drehen wir den Spieß um und sagen nicht mehr Turnvaterjahren, sondern wir zeigen ihnen mal, wie sie reagieren da draußen in der großen, weiten Welt. Wir geben ihnen Hinweise, sprich Spiegel, so kommst du rüber. Und jetzt entscheidet der Trainer selbst entscheidet, ob er so weitermachen möchte oder nicht. Deswegen spreche ich jetzt ganz persönlich nochmal von wertfrei. Und diese Kunst ist natürlich, das zu unterscheiden, was ist wertfrei, was nicht. Aber bezüglich Parameter von Spiegeln ist also Wahrnehmung. Wir wollen, dass sie sich besser wahrnehmen. Besser bewusst sind, wer bin ich, habe ich vorhin schon mal gesagt. Wir wollen sie sensibilisieren, die angehenden Fußballlehrer. Wie kommen sie rüber, was machen sie? Inhaltlich und bezogen auf Verhalten. Wir erzählen dem Individuum,
kannst du vielleicht ein Muster deines Verhaltens erkennen, sowohl auf dem Platz als auch in der Präsentation? Ist dieses Muster gut oder nicht gut für dich? Diese Frage stellen wir. Welche Motivationsstruktur hast du? Klar, ich weiß, dass ein großer Teil natürlich zum Lehrgang kommt, um den Schein zu holen, aber sie gehen raus und sagen, oh, der Schein ist ein Nebenprodukt. Es geht eigentlich nur um mich, sprich Individualisierung. Und wir versuchen vielleicht auch ein bisschen provokativ, Denkmuster zu verändern. Und die sind alle im Schnitt von 35 plus minus, da hat man natürlich was angeeignet. Also auch die haben Schachteln mitgebracht, psychologisch betrachtet, diese aufarbeiten müssen. Und deswegen versuchen wir auch den einen oder anderen vielleicht in seiner Denkmusterqualität zu verändern. Weil, sind wir mal ehrlich, was haben wir denn gemacht? Wir haben einen Trainer gehabt, der hat uns gesagt, das und das machst du, wir werden zum Trainer, machen das Gleiche. Wir geben den Spieler was weiter, die Spieler werden Trainer, machen das Gleiche. Und aus diesem blöden Kreislauf versuchen wir, die angehenden Fußballlehrer rauszuholen. Wir wollen mal diesen Kreislauf durchschneiden. Wir wollen mal, dass sie raustreten und sich mal anschauen und sagen, hey, bin ich ein geiler Typ? Oder, da könnte ich mich noch entwickeln. Und das ist unsere Hauptaufgabe in der Fußballlehrerausbildung. Aber wir sind nur Moderator, Begleiter, Supervisor. Wir begleiten sie. Mehr können wir nicht anbieten. Wir können niemand verändern, wenn er nicht veränderbar ist oder sein möchte. Wir begleiten sie. Je nachdem, an welchem Punkt wir aussteigen, irgendwann steigen wir dann aus, weil der Weg, wir schubsen ja nur an. Aber das sind die obersten Ziele, die wir haben. Die Frage ist, mit welchem Inhalt versuchen wir das rüberzubekommen? 2008 haben wir hier angefangen, beziehungsweise meine Crew in Anführungszeichen, meine Person angefangen, einen gut geführten Lehrgang zu reformieren. Und alles, was jetzt heute 2013 ist, basiert auf das, was Gero Bisanz und vor allem Erich Rutemüller, der auch da schon reformiert hat, diesen Lehrgang, basiert darauf. Wir sind nicht hingegangen, haben völlig alles neu gemacht. Okay, von 6 auf 11 Monate ist ein bisschen Unterschied gewesen, aber wir haben versucht, etwas zu verändern. Aber nur basierend auf das, was Erich Rutemüller vorher gemacht hat. Und ihr wisst selber, wenn man was entwickelt, dann verändern sich auch manchmal die eine oder andere Richtung. 2009 war so eine Art modifizierter Lehrgang, da sind wir von 11 auf 10 Monate und die meisten haben gesagt, oh, wenn es so weitergeht, dann steige ich erst 2013 ein, dann sind es noch 4 Monate oder 5 Monate, aber wir sind dann tatsächlich bei 10 Monate geblieben und 2010, 11 und 12 haben wir optimiert und ich würde jetzt ins Detail gehen, um euch das zu erklären, weil ich mich ja auf die Individualisierung mehr konzentrieren möchte, aber die haben ein paar gesehen, Thomas Horst, die dabei waren, die würden heute sagen, ey, macht ihr was ganz anderes? Natürlich machen wir nicht ganz anderes. Das ist eine Frage des Langzeitgedächtnisses, wo noch also weiß, Thomas, was wir gemacht haben. Aber wir machen Ähnliches, aber verändert. Und 2013, welch Zufall, hat was mit dem Kongress zu tun? Nein, machen wir eine Art Individualisierungsphase sogar. Völlig neu. Ich erzähle dann noch später dazu was. Wir wissen heute noch nicht, was rauskommt, aber es wird auf jeden Fall individualisiert. Noch mehr wie bereits schon gemacht. Fakt ist, ich bringe mal den 2013er Lehrgang, was machen wir, was haben wir im Rahmen, 44 Wochen, 10 Monate, manchmal sind es auch dann 42 Wochen, keine Ahnung, aber ist halt so, aber unterm Strich sind es 10 Monate. 10 Monate, davon sind sie 24 Wochen an der Hennes-Weiß-Akademie, 24 Wochen. Und jetzt beginnt schon langsam der Vergleich zu Erich Rutemüller, 6 Monate. Wir sind in der Tat nicht, ich glaube 18, Erich weiß nur da ist, aber ich glaube über 18 Wochen waren sie in der Hennes-Weiß-Akademie, wir sind jetzt 24 Wochen. Das ist nicht mehr so viel Unterschied. 13 Wochen Praktika, sowohl in der Fußball-Bundesliga, zweite, dritte Liga, als auch im Verbandsbereich und auch Praktika auswärts bei den großen Events. Dazu sage ich auch noch einmal was. Und 7 Wochen Selbstschulphase, 5 bis 7, das hängt davon ab, wie der Rahmenterminplan aufgebaut ist. Rahmenterminplan, Stichwort, tatsächlich, Folie kommt, Rahmenterminplan, so sieht es eigentlich aus. Müsst ihr nicht lesen, wichtig ist, ihr seht, grüne Farbe bedeutet, in diesen Wochen sind wir an der Hennes-Weiß-Akademie, blau bedeutet, das sind die Praktika, gelb, so Art gelb bedeutet, Selbststudienphasen. Da können Sie die Beine hochlegen, oder auch nicht. Oder Sie können auch hingehen und sagen, okay, ich arbeite ein bisschen an meiner Person, an meiner Persönlichkeit. Sie kriegen ein bisschen Homeworks. Von dem her haben Sie auch da was zu tun. Aber das ist aufgebaut in diese Richtung. Und dadurch wird es zu 10 Monate. Aber effektiv bei der Hennes-Weiß-Akademie sind Sie natürlich nicht 10 Monate. Und das ist ein Irrtum, auch einer von diesen Irrtums, die sagen, hey, ich gehe doch nicht 10 Monate raus aus meinem Leben, um dahin zu gehen. Nein, es ist doch gar nicht so. Vielleicht ein bisschen doch.
So, wir haben so 8 Ausbildungsabschnitte, die führe ich mal schnell durch, damit es nur ein Überblick ist, also im Rahmen Terminplan, das ist einmal die Anwendungsausbildung 1. Anwendung heißt, wir setzen sofort was an, das zeige ich nachher konkreter nochmal in Beispielen. Aber da geht es darum, Spitzenfußballanalyse, eigenes Wissen darstellen. Wir haben eine zweite Phase, die heißt Einführung, da geht es über einen Überblick, gehe ich nachher nochmal speziell drauf ein, nur damit ihr mal den Überblick bekommt. Dann gibt es eine Art An... Ich habe immer ein ungutes Gefühl, ich fahre zu schnell, wenn ich so... Ich denke mal, jetzt schon wieder schnell gefahren. Bin ich jetzt so schnell gefahren? Nee, gell? Okay. Manche sammeln auch Punkte, nicht nur Tabelle, sondern auch in Flensburg. Anwendungsausbildung 2 bedeutet nichts anderes, wie wir gehen wieder zusammen, erzähle ich später noch was. Da geht es um Saisonvorbereitung, dann haben wir eine Basisausbildung, da werden die einzelnen Fächer separat dargestellt. Dann haben wir eine Phase 5, auch wieder Anwendungsausbildung. Immer diese Anwendungsausbildung, das ist ganz wichtig, dass wir nicht nur alles theorisieren, sondern anwenden. Wir nennen es ganz Schwerpunktwochen. Dann kommt nochmal eine, die nennen wir Verbandssportlehrer. Dann kommt diese Phase Individualisierung. Thomas, wichtig, gerade gesehen, das hattet ihr nicht gehabt im letzten Lehrgang, das ist neu. Und da geht es um die Traineroptimierung, sage ich auch noch konkret was dazu. Ich will euch nur einen Überblick geben. Und Prüfung nenne ich auch gerne Anwendungsphase, weil wir lernen ja meistens immer erst nach der Prüfung. Oh scheiße, das habe ich nicht gut beantwortet. Jetzt habe ich es kapiert, dann ist vorbei. Anwendungsausbildung 5. Also wir erkennen, dass wir so eine, wir nennen es gerne GMG-Methode, ganzheitlich, also anwenden, modulorientiertes Einzelfach. Und wir haben viel mehr Anwendungen, als das Einzelfach uns dann präsentiert wird. Ja, und die sind die Lehrfächer. Klar, Fußballlehre, Sportpsychologie, Trainingswissenschaft. Trainingswissenschaft, das sind die 3 Fächer. Die Hauptfächer, wir haben noch ein paar andere diverse, Arbeitsrecht ist gleich am Anfang, aber hauptsächlich, das sind die 3 Fächer, mit denen wir uns beschäftigen, versuchen diese Kompetenzmodell, diese 8 Kompetenzen, da reinpacken und in der Individualisierung hauptsächlich damit zu arbeiten. Fußballlehre, ja, der Klassiker, nennen wir so Fußball, logischerweise ist die Methodik des Fußballs und auch Regelkunde, das ist ganz wichtig, ich habe so eine Erinnerung, die Regelkunde wird eigentlich unterwegs ein bisschen vergessen, aber die ist sehr wichtig, deswegen haben wir da nochmal 8 Doppelstunden. Und dann die Sportpsychologie. Wir haben hier den Fußball, nicht nur irgendwelche hochtrabenden psychologischen Aspekte, sondern auf Fußball bezogen, Gesundheit. Dann Pädagogik. Ich habe da hinten dran geschrieben, Pädagogik und Präsentieren gehört zur Sportpsychologie, aber FL, Fußballlehre, die lassen wir parallel laufen. Früher war Pädagogik ein Fach für sich und wir bauen sofort die Pädagogik, sofort das Präsentieren, sofort ein in die Fußballlehre. Auch dazu sage ich etwas später mehr, um einen Überblick zu geben. Und die Trainingswissenschaft besteht bei uns aus Konditionslehre, Sportbiologie, Ernährungslehre. Und jetzt kriege ich wieder einen Anschiss von der AG Wissenschaft des DFBs. Wo ist die Sportmedizin? Ja, Oliver, tut mir wirklich leid. Die Sportmedizin steckt in der Sportbiologie drin. Was haben wir gemacht? Wir haben das Thema Sportmedizin gehabt und die angehenden Fußballlehrer kamen zu uns und haben gesagt, ich will doch kein Mediziner werden. Haben wir gedacht, ja, dann sind wir blockiert. Was machen wir, um Leute zu deblockieren? Wir nehmen einen neuen Begriff, wir nennen ihn Sportbiologie. Plötzlich war alles zufrieden. Wir haben die gleichen Themen gehabt. Die gleichen Themen. Also haben wir gesagt, okay, man muss manchmal die Leute auch zum Glück zwingen. Was wir aber gesteigert haben, ist diese Konditionslehre und die Sportbiologie. Die haben wir zusammengefasst. Das waren auch vorher 2 verschiedene Themen. In der Optimierung des Lehrgangs haben wir die zusammengefasst. So, kann das sein, dass wir mal 3 Wochen über ein Thema aus der Sportbiologie sprechen und dann die Sport- bzw. die Konditionslehre dran setzen und umgekehrt. Dadurch haben wir Verdopplungen vermieden. Und die Ernährungslehre gehört dazu, auch 8 Doppelstunden, weil der Akku muss voll sein und richtig voll sein. Jetzt rede ich immer gern von Wochen. Ja, wir sind eine Woche oder sowas, muss ich entschuldigen, wir sind nicht eine Woche in der Hennes-Weiß-Akademie, sondern nur 3 Tage. Nur in Anführungszeichen. Es sieht so aus, warum? Weil wir auch festgestellt haben, ich weiß noch, als ich 97 war, Montagmittag bis Freitagmittag und ich hatte eine Verbandsligamannschaft trainiert, das ging so eigenermaßen, aber man hat festgestellt, dass es immer schwieriger wird, die Trainer reinzubekommen, weil, hey, ich will zur Mannschaft. Deswegen haben wir das auf 3 Tage reduziert, aber vollgepackt logischerweise, sodass die angehenden Fußballlehrer 4 Tage aktiv mit ihrer Mannschaft arbeiten können und nur 3 Tage mal 24 Wochen bei uns sind. Montag haben wir Fußballlehre, 6 Einheiten, immer 4 Theorie und 2 Praxis und die Sportpsychologie mit 5 Einheiten. Dienstag haben wir 5 Fußballlehre, auch wieder 2 Theorie, 3 Praxis und die Trainingswissenschaft mit 4. Mittwoch haben wir Fußballlehre, also wir sind Fußballlehrer, deswegen haben wir jede Woche bzw. jeden Tag Fußballlehre, auch wieder 2 Theorie,
3 Praxis, wenn man mal hochrechnet, über 50% Praxis, weil wir die Praxis draußen so behandeln, dass wir theoretische Dinge in der Praxis machen. Hochinteressant. Nicht nur Theorie, sondern die Theorie in der Praxis. Und Trainingswissenschaft nochmal 4. Und dann haben wir Ernährungslehre, Regelkunde abwechselnd. Und dann sind wir mit 11 Lerneinheiten, Unterrichtseinheiten, neuer Begriff, Lerneinheiten. Schon aktiv. Also wir fangen morgens 8 Uhr an und sind abends um 20 Uhr teilweise vom Platz runter. Weil wir mit Demogruppen auch arbeiten, Demonstrationsgruppen. Und dann wird es schon mal spät. Und so ein paar Aufgaben sind noch in die Nacht hineingeschoben, damit die Herrschaften nicht auf dumme Gedanken kommen. Wir sind nicht umsonst von Köln weg nach Hennef, da kommt man kaum nach Köln. Wir wollen ja was lernen. Die Diskussion können wir auch im Hörsaal machen. Gut, wir haben ein Ziel, ganz klar habe ich erklärt, den Dirigent nicht vergessen, und haben die Inhalte, die 3 Hauptfächer. Und jetzt gehen wir mal in die Vermittlung, was ja interessant ist, weil wir müssen jetzt das Individuum etwas beibringen. Natürlich haben wir auch wieder andere Stammdozenten und externe Referenten. Stammdozenten möchte ich mal erwähnen, weil man sieht mal mich hier vorne dran, aber was steckt dahinter an Team? Babette Lominger, Werner Mickler hat man gesehen, welche Qualität die haben. Und die sind bei uns schon seit Jahren aktiv, vor allem der Werner, lange aktiv und sprudeln für Ideen. Und wir haben dann den Jürgen Tritschocks, Doktor seines Zeichens, aber kein Doktor im Sinne von operieren, sondern Sportmedizin, den Gruno Manovcic. Die sind für die Trainingswissenschaft zuständig und Hans Braun ist zuständig für Ernährungslehre. Und Lutz Wagner, Lutz Fröhlich auch ab und zu, aber mehr momentan Lutz Wagner ist zuständig für die Regelkunde und ich bin zuständig für Fußballlehre, Methodik, Pädagogik, Präsentieren, Küche sauber machen und so weiter und so fort. Und Bernd Stöber ist immer wieder mal da, unterstützt und der einzelne Referent, das könnten zum Beispiel Leute sein wie Volker Finke war mal da. Wir hatten den Michael Oenning. Wir hatten sogar dabei den Arsene Wenger, alter Kumpel von mir, vergangene Zeiten. Nee, ich kenne ihn eigentlich gar nicht, aber er war zufällig in der Nähe, habe ihn gleich gepackt. Er hat ein Trainingslager gehabt, war da, hochinteressant, toll. Und wir haben aber auch jetzt letzte Woche Christoph Daum gehabt, wir haben Ewald Lien und bestimmt jemand hier drunter, Karl-Heinz habe ich gesehen, sind ein paar da, die auch schon bei uns waren. Wir versuchen immer diese Praxis, diese Erfahrungswerte reinzuholen, weil danach gieren doch die angehenden Fußballlehrer. Wie hast du es gemacht? Erzähl mal deine Geschichte. Und Arsene Wenger nur als Beispiel, hat nur gesagt, ich habe nur eine halbe Stunde Zeit und nach einer Stunde habe ich gesagt, geh bitte, weil es hört nicht mal auf. Er hat dann eine Erfahrung preisgegeben vom Feinsten, war hochinteressant, aber der Mann hat auch ein Charisma, deswegen übersieht man manchmal auch die Fakten, aber hochinteressant trotzdem, was er gesagt hat. Ja, und mit die wir nicht reinbekommen, weil sie nicht arbeitslos sind oder keine Zeit haben, mit denen skypen wir. Wir nutzen also dieses kostenlose Tool aus. Wir wissen, DFB hat kein Geld, deswegen machen wir sowas. Das heißt, wir holen sie rein. Letztens, der letzte war der Sascha Lewandowski, den holen wir dann morgens um 8 rein, der ist schon um 8 Uhr in der Kabine und dann reden wir 20, 30 Minuten mit den Trainern via Internet und fachsimpeln einfach. Manchmal zum Thema der Woche oder einfach mal übers Leben. Und das ist hochinteressant, weil ja, es gibt natürlich auch ein paar Trainer, die nicht skypen kennen, aber wir haben Co-Trainer, die das kennen. Und wir haben ja jetzt immer mehr moderne Trainer, junge Trainer draußen, die in dem Bereich arbeiten. Deswegen kommen wir super mit den Leuten zurecht. Also wir haben eine hohe Anzahl an externen, die das kompensieren bzw. ergänzen, was wir so anbieten als Dozent. Ja, was für eine Lehrmethodik, wenn wir Vermittlung sprechen. Das ist eine Geschichte, Lehrmethodik. Natürlich, ja, das Gehirn gucken wir uns an, klar. Wenn ich etwas lehre oder lerne, muss ich wissen, wie läuft es da oben ab. Da haben wir auch Vorträge, die angehenden Fußballlehrer werden auch da geschult. Wie lernt man eigentlich? Haben wir auch ein Thema, wie lernt man? Aber auch für uns Dozenten ist, wie lehrt man eigentlich? Oder wie lernen die? Wenn wir wissen, wie die lernen, dann müssen wir entsprechend auch lehren. Und da gibt es natürlich in der Literatur implizit, explizit, internal, external, induktiv, deduktiv. Da gibt es eine Menge. So forschendes Lernen, wir schicken sie raus und sie erforschen, was bringt es zurück. Wir haben uns mal auf induktiv und deduktiv konzentriert und das heißt nichts anderes wie, was heißt deduktiv? Deduktiv heißt einfach, ich gebe vor. Du läufst jetzt mal dahin, ne? Alte Schule, müssen wir auch manchmal, mein Gott, diskutieren wir mit den Spielern lieber nicht, da geht's lang, so wird's gemacht, hinterlaufen läuft so, Signalgeber hinterlaufen ist der und der, bla bla bla. Das ist deduktiv, wir geben vor. Induktiv, wir diskutieren mal drüber. Na, was meinst denn du, Spieler auf der rechten Seite, bist nicht durchgekommen, welche Möglichkeiten siehst du denn? Es kann schon mal eine lange Zeit dauern, bis eine Antwort kommt. Was wir festgestellt haben in der Ausbildung, und wir haben mit Köln auch zusammengearbeitet, mit Demogruppen, selbst die C-Jugendspieler, müsste ich alle die C-Lizenz geben. Die wissen alles Bescheid. Die haben
den kannst du fragen, was ist wichtig beim Stellen, dann weißt du, anlaufen, Schwerpunkt nach unten, weiter anbieten, wunderbar. Aber der Transfer dieser Spieler, da merkt man plötzlich, Theoretiker, da merken wir plötzlich, wir Trainer, wir brauchen diese, die Spieler brauchen uns Trainer, in der Tat. Weil erzählen können wir vieles, aber dieses Induktiv ist sowas von oft jetzt im Jugendbereich, dass die Spieler immer Antworten geben können auf den Fragen. Wir sprechen natürlich bei Induktiv natürlich von diesem teilnehmerkonzentriertes Lernen, also der Teilnehmer, das Individuum ist im Mittelpunkt und das machen wir logischerweise hauptsächlich in Fußballlehre und Sportpsychologie, weil in Fußballlehre kennt sich jeder aus. In der Sportpsychologie glaubt jeder, sich auszukennen. Und deswegen haben wir viele Gruppenarbeiten, in denen sie sich ihr Wissen so richtig rausgeben können, die Einzelnen. Und am Ende fassen wir es zusammen. Und es wird dann sozusagen präsentiert, das Ergebnis dieser einzelnen Gruppen, meistens Dreiergruppe und Wiedererkennungswert Otto Addo, der wird dann präsentiert und wir geben ihm dann jedes Mal, Achtung, Individualisierung, ein Feedback bezüglich Inhalt, Thomas Meckle, und Verhalten. Manchmal eine Dreiergruppe, ganz lustig immer, und wir geben den Jungs, Mädels immer wieder ein Feedback. Am Ende wird zusammengefasst, Ante Kovic, und wir haben auch viel Spaß dabei. Das ist ja die große Aufgabe, habe ich schon mal gezeigt an diesem Bild, wo der Mensch wächst. Wir moderieren. Und das ist so eine tolle, ach, ich brauche mich nicht mal vorbereiten, ich gehe in den Unterricht und guck mal, was passiert. Ist der eine Weg. Aber ich muss fix aufpassen, was wurde gesagt. Wird es verdiskutiert, muss ich es zusammenholen. Und deswegen ist die Geschichte ganz gut zu sagen, okay, wir sind Moderator, aber wir müssen den durchführen, durch den Lehrgang. Gell, Taifun? Ja. Er schläft wieder. Taifun ist auch da, die türkische Nationalfahne ist vertreten. Deduktiv, klar, machen wir hauptsächlich in der Trainingswissenschaft. Logisch, weil die bringen ja nicht, wir haben zwar auch ein paar Ex-Sportwissenschaftler drin, auch einen Doktor mal gehabt, aber selbstverständlich, der Einzelne bringt natürlich nicht dieses trainingswissenschaftliche Know-how mit. Logisch, aber er braucht es zumindest, um mit seinen Experten fachsimpeln zu können. Wir können mal kurz reinschauen in den Hörsaal von uns, wie der Frontalunterricht aussieht. Die sind jetzt gerade nicht da. Frontalunterricht ist normalerweise Trainingswissenschaft. Wir gehen mal schnell in den Gang. Toll, unser Hennes-Weiß-Akademie auch nicht da. Wir gehen mal schnell in den Gruppenarbeitsraum. Sind auch nicht da. Trainingswissenschaft, Frontalunterricht. Wie sieht es aus in Lounge? Da sehe ich nur einen. Ja, wir haben natürlich an Hennes auch eine Halle. Und da sehen wir plötzlich, selbst in der Trainingswissenschaft ist dieses Deduktive zwar vorhanden, aber sie fühlen und spüren. Der Einzelne spürt und führt. Die wollen jetzt nicht die Wand verschieben, sondern es geht um Sprinttraining. Technik, sie spüren plötzlich das, was sie theoretisch hören könnten, spüren sie in der Anwendung. Also auch hier eine Trainingswissenschaft mit dem kleinen Rundgang durch unsere Akademie, spüren sie, oder ihr jetzt in dem Fall, wir machen nicht nur Frontalunterricht, sondern wir gehen sofort, wenn es möglich ist, raus und testen es an uns selbst. Wir spüren und fühlen die ganze Geschichte. Krafttraining, Kraftdiagnostik, Sprungkraft oder auch diese Kraftdiagnostik. Da arbeiten wir mit der Deutschen Sporthochschule zusammen, weil diese ganzen Gerätschaften haben wir nicht alle bei uns, logischerweise. Aber wir sind ja flexibel. Ja, das kennen wir alles vom Warmlochprogramm. Sie spüren im Grunde, dies mit den kleinen Bändchen, oder sagen, was ist das für ein Schmarrn? Hat seine Berechtigung, wir erklären Ihnen das, ob die das jetzt im Endeffekt mitnehmen oder nicht mitnehmen. Aber Sie wissen zumindest, wenn der neue Fitnesscoach kommt, dann kommt mit so kleinen Bändchen und der macht dann so und denkt, was, der haben die irgendwas in der Hose drin oder was? Nein, es hat seinen Sinn anscheinend und es wird auch gemacht. Nicht nur des Machens wegen, sondern es hat was. Aber da können wir uns dann drüber diskutieren. Ich glaube, Parallelveranstaltung heute Morgen gab es sicherlich trainingswissenschaftliche Fragen. Die sind sich auch nicht immer einig. Aber wir sind uns in der Ausbildung einig, dass es reingehört und deswegen machen wir es ja. Und wir haben auch sogar bezüglich Lehrmethodik das Blended Learning drin. Also nicht das geblendete Lernen, sondern wir geben denen etwas mit nach Hause. Da arbeiten wir noch dran in der Optimierung. Wir geben denen etwas nach Hause. Wir wissen alle, wenn wir es dann durchlesen, haben wir Fragen, schreiben diese Fragen auf, kommen zum Dozenten und stellen diese Fragen. Dann kriegt er die Antwort und dann können wir endlich diese Theorie wegmachen und können die Theorie in die Praxis umsetzen. Das nennt man Blended Learning. Das haben wir ab und zu jetzt in der Trainingswissenschaft auch eingeführt. Das werden wir jetzt mal bei der Analyse optimieren. Aber es bringt Vorteile. Man hat es einmal gelesen, man hat sich Fragen gestellt, hat es einmal gehört, kriegt wieder Fragen gestellt und hinten raus kommt dann in der Analyse die Prüfung in Anführungszeichen und dann brauchen die ja gar nicht mehr lernen. Die haben eh keine Zeit, die sind ja Trainer. Also Blended Learning ist auch etwas, was wir in der Trainingswissenschaft eingeführt haben. Noch nicht in der
absoluten Sache, was ich möchte, aber wir haben es. So, und jetzt sind wir an dem Punkt, um wieder den Weg zur Individualisierung zu bekommen, eine wissensheterogene Gruppe, haben wir auch gehört von Babette und Werner gestern, hat Vorteile. Weil wir in der Eignungsprüfung suchen wir nicht die besten 24, sondern die am besten harmonieren. Das erinnert mich ein bisschen an Fußball. So sagen wir Trainer immer, wir holen nicht die besten 11 auf den Platz, sondern die am besten harmonieren. So machen wir es in der Ausbildung auch. Aktuelles Beispiel, Fußballlehrer 2013, 2 Cheftrainer dritte Liga, 3 Cheftrainer Amateure, 5 Cheftrainer U23 vom NLZ oder LZ, 3 Cheftrainer im Jugendbereich, 2 NLZ-Leiter, die zum Teil auch in der Jugend trainieren, 3 Verbandstrainer und 3 Co-Trainer, wobei die auch natürlich vor kurzem noch gearbeitet haben in Cottbus, zweite Liga, die bringen was mit und 1 Scout NLZ, der aber auch schon Trainer war. Also wenn man das sieht, also heterogener geht es ja gar nicht mehr. Und deswegen haben wir gesagt, das muss so sein, weil wir festgestellt haben, dass der Lehrgang, der lebt von dieser Qualität. Deswegen auch nicht die Anfrage, können wir mit 24 Ex-Bundesligaspielern mal einen Lehrgang machen. Mit Verlaub, sie sind super Jungs, aber nein, wir müssen diese 24 aufteilen, wir müssen mischen mit anderen Menschen. Anderen Menschen, die aus dem Fußball kommen, die aus der Wirtschaft kommen, aus dem Handwerk oder aus dem geistigen Ablauf oder auch nur rumhängen, hanging around, chillen den ganzen Tag. Die müssen diese Erfahrungen mitbringen, weil Erfahrungen bedeutet eins, unterschiedliche Aufnahmekapazität, unterschiedliche Lernvoraussetzung, andere Aufmerksamkeit ist eh so ein Thema. Also nach 3, 4 Unterrichtszeiten kippt der eine schon ab und sagt, ich kann nicht mehr. Und der andere weckt ihn auf und sagt, hey, jetzt wird interessant, bleib dran. Also Gruppendynamik. Auch unterschiedliches Vorwissen. Wir haben welche aus dem Wissenschaftsbereich, wir haben welche aber wirklich der Kfz-Mechaniker ist, was heutzutage auch schon eine Wissenschaft ist, weil ich kann kein Auto mehr Zündkerze austauschen, finde ich gar nicht mehr. Also auch da schon muss hohes Know-how vorhanden sein. Das bedeutet doch nichts anderes, wie haben wir auch gestern gehört, mehr Kreativität ist möglich, von anderen lernen wir doch, wir haben eine tolle Lernatmosphäre und Hinterfragung haben wir sofort, ein sofortiges Feedback. Und deswegen ist diese Gruppenarbeit, bestehen immer aus 3 Leuten, nicht mehr, weil sonst sind sie sich einig, 2 gegen 2, diese Gruppenarbeit ist unheimlich wichtig. Und es gibt Phasen, wo die angehenden Fußballlehrer sagen, jetzt kommt der Werner Mickler schon wieder mit Gruppenarbeit, ich kann es nicht mehr hören. Aber mittags um 3 sind sie dankbar, dass sie Gruppenarbeit machen können, weil sie sind nicht am Einschlafen, sondern sie arbeiten ihr Wissen auf. Deswegen, wenn einer kommt und nichts gibt, wie der Herr Lehmann mal zu mir gesagt hat, ich gebe mein Wissen nicht raus, der passt bei uns nicht rein. Wir wollen, dass sie ihr Wissen geben, bleibt ja eh unter uns. Und dann kriegen sie auch was. Und dieses Geben und Nehmen ist das A und O in unserer Ausbildung. Und jeder Lehrgang ist nur so stark, wie die Qualität, die der Lehrgang einbringt. Im Umkehrschluss, die Eignungsprüfung wird so aufgebaut. Wir wollen die besten 24. Wir wollen die am besten harmonieren mit unterschiedlichen Erfahrungen. Also dieses Lernen über sich und von sich ist ganz wichtig. Wir sind zwar der Lehrer, in Anführungszeichen, und sagen dem Trainer, pass mal auf, so geht das nicht, wertfrei. Aber auf der anderen Seite hat er die Möglichkeit, mit Gleichgesinnten mal fachzusimpeln, hat den Druck nicht von dem Dozenten. Sie können untereinander fachsimpeln, müssen es aber anschließend präsentieren und kriegen dann wieder den Finger von uns. Oder sie kriegen ganz klar 3 Leute, die ihm sagen, pass mal auf, du warst klasse, das war super, aber da könnten sie sich noch entwickeln. Es gibt ja kein Schlecht, sondern es gibt eine Entwicklungsmöglichkeit. Und alles natürlich, fast alles wird aufgenommen, insbesondere am Anfang. Und dann haben wir Argumente. Sagen, hey, völlig wertfrei, guck dich selber an. Typhoon, schläfst schon wieder. Na, der Alex weckt dich auf. Also das ist ganz wichtig. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, in der Individualisierung zu sagen, Fußballlehre und Sportpsychologie muss das Individuum es können. Also können vor Wissen. Wir müssen es können. Das kriegen wir immer mit in den Prüfungen. Theorie, 4er-Kette, wie viele Möglichkeiten dran zu trainieren, sagen wir mal 12. Stellen wir fest, der schreibt nur 6 hin. Aber ist der Trainer auf dem Platz, sieht er alle 12 sofort. Und das ist der Unterschied. Diese Problematik haben wir, diesen Spagat. Aber Fußballlehre ist für uns wichtig. Du musst es als Trainer können. Sportpsychologie, Trainingswissenschaft. Also Trainingswissenschaft geht es wirklich nur ums Wissen. Wir müssen nicht mehr operieren. Die Zeit ist vorbei. Ein Fußballlehrer muss nicht mehr operieren. Aber er sollte zumindest wissen, dass ein Syndesmoseriss 3 bis 6 Monate dauert oder ein Kreuzbandriss nach einem Jahr erst voll einsatzfähig ist. Wenn er halt Glück hat. Also diesen Spagat zwischen Theorie und Praxis habe ich kurz erklärt, das ist für uns wichtig zu erkennen. Wir lassen die anderen arbeiten, wir Dozenten gucken nur zu. Nein, natürlich nicht. Wir arbeiten auch.
Und dieses Übertragen, in die Praxis, das ist ein ganz wichtiges Credo für die Einzelperson, denn dann spürt sie es. Und wir haben, naja, jetzt ein Beispiel aus dem Teambuildingsprozess. Wir haben nicht nur blinde Trainer in unserer Gruppe, sondern auch Sehende. Aber es ist ein Prozess, wo der eine lernt, mit dem anderen zu kommunizieren. Und da haben wir wieder die individuelle Ausbildung. Beispiele. Ganz kurz, prägnant. Erste Phase, Spitzenfußballanalyse. Was habe ich geschrieben? Das Individuum gibt sich preis. Das heißt, wenn sich preis gibt, in der ersten Phase sagen wir, kommt mal mit eurem Wissen. Dann, hier sieht man Markus Gisdol, freut mich, dass er den Bundesliga-Trainer ist. Da sieht man seine Tasche, der kam gerade an, hat es hingelegt, guten Tag, und hat gleich die Kamera gehabt. Ein Thema bekommen, jetzt gibt es ein paar, die sagen, ja, stimmt, so war's. Ein Thema bekommen, 10 Minuten Zeit, und dann müssen sie sofort präsentieren, und danach werden sie sofort ausgezogen. Komischerweise finden es alle geil. Sagen, fängt gut an, gleich drinne. Natürlich brauchen wir diese Phase, wenn wir die schon drin sind, sich akklimatisiert haben, jeder jeden kennt, ja, dann wird es ja verschwommen, die ganze Geschichte. Aber wenn ich fremd bin und sage, ja, den kenne ich gar nicht, den kenne ich nicht, jetzt muss ich plötzlich eine Viertelstunde reden, von der Kamera läuft, keiner sagt einen Ton und ich muss reden. Wir hatten schon Fälle, wo der eine oder andere gesagt hat, ich bin es gar nicht gewohnt zu reden, normalerweise beantworte ich Fragen. Jetzt muss ich plötzlich reden. Hochinteressant, also Kamera dabei, dann analysieren wir es, aber untereinander analysieren wir es. Auch wieder nicht, jetzt kommt der Chef rein, der sagt, wie es war, sondern wir tun es untereinander. Weil der eine oder andere, wenn er etwas erklärt, macht er eine Selbstreflexion. Und dann gehen wir, nachdem sie auch Tools des Präsentierens gelernt haben, gehen wir rein und schauen uns diese Events an. Wir gucken uns die großen, Brasilien ist viel zu weit weg. Wir gucken uns die kleinen Events an, weil wir lernen hier Spieler zu beobachten, Spiel zu beobachten und dann müssen sie präsentieren. Also sie gucken sich das Spiel an. Sie nehmen das Spiel selbst auf, damit sie mal das Gefühl haben, was so ein Videoanalyst alles machen muss. Und wir haben natürlich die besseren Bilder dann natürlich. Dann beobachten die Gruppen, drei Mann beobachten eine Mannschaft. Ich will gar nicht ins Detail gehen, es geht einfach darum, dass wir hier ganz speziell vom Wissen der angehenden Fußballlehrer leben. Sie entwickeln etwas, sie haben nun einen Auftrag und präsentieren am Ende es vor der Gruppe. SWOT, also Stärken-Schwächen-Analyse, welcher Spieler gut, weniger gut, wie würden wir gegen den spielen, Strategien, bla bla bla. Und dann gehen wir gleich weiter in die Rhetorik- und Kommunikationsphase 1. Wir haben drei Phasen. Die erste ist dann im schönen Westerwald. Glauben Sie mir, oder glaubt ihr mir, die sehen vom Außenrum nicht so viel. Weil wir machen Rollenspiele. Ja? Jürgen Bergner, Jürgen Schmitz und Printmedien sind Profis da, die mit ihnen was erarbeiten. Und hier haben wir zum Beispiel den ersten Auftritt eines Trainers vor der Mannschaft. Man denkt immer, ja, das ist doch jetzt easy. Aber es ist komisch, dass man sofort in alte Automatismen fällt und sofort sich preisgibt, wie man ist. Und dann kriegen Sie natürlich hier, man kann ganz deutlich erkennen, hier die Kamera, ständig die Kamera dabei, insbesondere am Anfang. Und am Schluss, nach den, haben wir hier auf Video nochmal und dann analysieren wir das. Hier ist der Werner gerade am Analysieren und die Babette, wir diskutieren nochmal drüber. Und entwickeln dann Muster, wie man sich am besten verhält. Wir haben auch Pressekonferenzen, die wir da spielen, aber im Spiel erkennen wir sofort, wie ist die Körpersprache, wie ist das Verhalten, was sagt er, wie kommt er da raus? Die schlimmsten Fragen sind ja die von den eigenen Kollegen, weil die wissen, was sie nicht hören wollen. Diese Frage stellen sie dann. Ist manchmal extremer als in der Realität, aber es hat was. Ja, das haben wir auch gemacht, Hochseilgarten für die Kommunikation, nicht nur aus Spaß, aber ich habe es mal gesagt, die müssen sich kennenlernen. Warum? Weil sie, wenn sie sich kennenlernen, immer mehr in die gegenseitige Kritik geraten. Sie müssen sich gegenseitig analysieren. Nicht nur die großen Dozenten, sondern sie müssen sich gegenseitig analysieren, weil jede Fremdreflexion hat auch gleichzeitig eine Selbstreflexion, automatisch, weil ich mit meinem Wissen reflektiere. Zweite Phase, ganz kurz, Einführung, da werden die drei Fächer nochmal Begriffs-Overview, Überblick gemacht. Dann kommen wir in die Phase Saison, also wir sind parallel zur Saison, jetzt ist auch da gerade die Saison, wir sind jetzt gerade fertig geworden mit diesem Bereich. Da haben wir ein Thema, Sommervorbereitung, und die drei Fächer sprechen nur wieder ganzheitlich über die Sommervorbereitung, was müssen wir beachten und so weiter und so fort. Dann gehen Sie ins Praktikum, auch in die zweite Liga gehen Sie, wer das Stadion kennt, auch in die zweite Liga gehen Sie, auch in die dritte Liga manchmal. Und Vanessa, weiß nicht, ob sie da ist, habe ich noch rausgesucht. Das ist natürlich was ganz Tolles, wenn man hinter dem Cheftrainer eines Bundesliga-Vereins aktiv mitarbeitet, dabei sein kann. Und Vanessa war gerade die Vorgängerin bei der Rede. Rudi Bommer, hochinteressant, da bringen sie sehr viel Wissen mit, was sie natürlich nicht preisgeben dürfen
und auch nicht machen. Aber für sich wieder eine Art Selbstreflexion. Dann kommt die längere Phase, da heißt es modulorientiert. Da werden wir nur über die Einzelfächer sprechen, aber sie hängen trotzdem irgendwo zusammen. Und auch hier wieder, ich kann das mal für die Fußballlehrer hauptsächlich sprechen, haben Demo-Gruppen, montags Bonner SC A-Jugendbundesliga, Dienstag FC Hennef Mittelrheinliga und hohes Niveau. Und wir haben den Wochenthemen nicht so entscheidend, aber die Trainer arbeiten jetzt ganz individuell mit der Mannschaft 30 Minuten, drei Trainer pro Training, werden von einer anderen Gruppe aufgenommen. Hier oben zum Beispiel, auch hier wird der Inhalt aufgenommen und hier das Verhalten des Trainers. Ganz individuell. Hey Thomas, ich sehe dich gerade hier schon wieder. Bilder, hä? Und dann kommen sie auf den heißen Stuhl. Hot Seat. Was heißt heißer Stuhl? Am nächsten Morgen sitzen sie da und kriegen dann Feedback. Aber in drei Phasen. Sieht folgendermaßen aus. Wir haben eine Phase 1. Da geht es darum, dass sie sich selbst reflektieren und sagen, pass mal auf, wir haben gerade eine Trainingszeit gemacht. Die war jetzt super. Was war gut? Wollen wir hören? Was war weniger gut? Wo können wir uns entwickeln? Und ich lenke mich immer ab. Ich denke mal an die drei Punkte in Flensburg, wenn ich zu schnell fahre. Also die versuchen immer wieder, sich zu reflektieren und erklären. Natürlich sagt die Gruppe dann, stellt Fragen. Deswegen heißer Stuhl, stellt Fragen. Und dann wird es heiß plötzlich. Ja, ich weiß, ich habe da nicht so gut und so. Aber da wir uns vorher kennengelernt haben, jetzt endlich kennengelernt haben in dieser ersten Phase, reden wir miteinander und keiner ist böse dem anderen, im Gegenteil. Und am Ende bin ich dann der böse Onkel, wo noch das ergänzt und zusammenfasst, was wir mitnehmen können. Dann haben wir den zweiten Teil, wenn ihr da dran war, dann reden wir gern von der Fremdreflexion. Und diese Fremdreflexion, das heißt, dass drei mit Kamera, Inhalt, Verhalten, die drei Trainer beobachten, am nächsten Morgen 90 Minuten heißer Stuhl und sie bringen jetzt erstmal den Kommentar. Der Vorteil ist, wenn sie den anderen analysieren, haben sie auch wieder eine Selbstreflexion, arbeiten auch wieder in ihrer Persönlichkeit, weil sie sagen, na, so würde ich es nicht machen. Und dann erklären sie es. Also auch da haben wir wieder das Individuum. Und in der dritten Phase, dritter Teil, das nennen wir gerne Shadowing. Da sitze ich hauptsächlich hinten dran oder stehe hinten dran. Und wer den Film Der Trainer mal angeschaut hat, kann sich vielleicht erinnern, da hatte ich ein schönes Gespräch gehabt mit Sandro Schwarz. War hochinteressant. Da bin ich der böse Onkel immer hinten dran. Souffleur, erzähle, was meinst du? Könnte man die Abseitslinie nicht verschieben? Hast du gemerkt, dass deine Mannschaft gerade nicht das macht, was du sagst? Was würdest du denn verändern? Könntest du vielleicht dem Sparingspartner andere Farbe geben? Wie läufst denn du rum? Bla, 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 bla. Ne? Auch in diesem Film hat der Weckle mal gesagt, ich laber die voll. Ja, ich baue Druck auf. Am Ende möchte ich 24 gut ausgebildete Trainer haben und nicht Freunde. Ein paar kenne ich noch. Gut, letzte Phase, das ist die Schwerpunktphase. Das heißt, wir haben einen ganz wichtigen Schwerpunkt, weil im Oktober passiert nämlich was ganz Schlimmes in Deutschland. 10 Trainer werden beurlaubt. Auf einmal. Nein, nicht 10, 8. Und das Gute ist, dass immer 3 Trainer aus der NS-Weiß-Akademie diese Mannschaft für 6 Wochen übernehmen. Und dann wird natürlich recherchiert und so weiter und so fort. Wir haben erstmal 2 Wochen gemacht, jetzt machen wir 6 Wochen, im nächsten Lehrgang 4 Wochen. Wir suchen auch die optimale Länge. Und dann präsentieren sie, wie sie mit dieser Mannschaft umgegangen werden. Mit all dem Wissen, was sie vorher von uns bekommen haben oder selbst entwickelt haben, entwickeln sie jetzt eine Präsentation. So würden wir mit Robben umgehen, diese Problematik mit Matthias Sammer und Heinkes würden wir so aus dem Weg gehen oder so handeln, oder. Hier würden wir in der englischen Woche so und so trainieren. Hochinteressante Geschichte, weil sie all das, was sie schon mal gehört haben und erarbeitet haben, jetzt wieder anwenden. Also bei uns müssen sie eigentlich gar nicht lernen, weil sie lernen in der Anwendung. Und das ist es unter anderem Teamübernahme, wir haben noch andere Themen wie Kreativität und so weiter und so fort. Dann kommt das Verbandssportlehrerpraktikum. Eine ganz wichtige Maxime, wer jetzt gut zugehört hat, ist, wer lehrt, der lernt. Wir bringen sie immer in die Situation, vor der Gruppe zu stehen und sie müssen etwas präsentieren. Sie kriegen immer das Feedback, schau mal deine Hände an, schau mal dein Gesicht, guck sie die Leute an, wie stehst du breitbeinig, über Kreuz, welchen Tick hast du? Ständig Ja sagen. Und wir bieten ihnen einen Feedback an und sagen, du musst entscheiden, ob du in jedem zweiten Sitz sagst, wie gesagt. Und irgendwann nervt es den Spieler. Aber das versuchen wir denen so im Spiegel zu geben. Also sie lehren. In dem Moment wissen wir alle selber in der Schule, wenn wir etwas jemand erklären wollen, dann merken wir plötzlich, oh, ich habe da einen Missing Link. Da muss ich nochmal nachlesen. Und das ist das, was wir auch sehr oft machen. Und im Verbandssportlehrerpraktikum, die angehenden C-Lizenzinhaber oder die C-Lizenz-Fortbildung, da gehen sie hin und tun sie ihre Kollegen etwas beibringen. 6 Tage. Und dann kommt die Endphase. Klar, stärken. Das ist jetzt die neue Individualisierungsphase und mit Verlaub, wir gehen davon aus, wir analysieren die Trainer ganz gut, wir kennen deren Stärken und deren Schwächen.
Wir machen eine Bedarfsabfrage. Was glaubst du, was dir noch fehlt? Wir schauen, dass wir 8 Teilnehmer pro Gruppe, pro Woche, also 8 Teilnehmer pro Woche herholen, wenn die anderen dann frei haben, was anderes machen. Und mit diesen 8 Teilnehmern arbeiten wir 3 Tage intensiv. Und da hoffe ich, dass alle Dozenten da sind. Der eine sagt, ich muss in der Sportwissenschaft oder in Sportmedizin, Sportbiologie mich weiterentwickeln, kriegt er da was. Was machen wir? Videoaufnahmen. Bringt Videoaufnahmen mit von zu Hause, eine Pressekonferenz, eine Spieleransprache und dann analysieren wir in dieser Zeit genau das, was er mitgebracht hat. Wie bist du zu Hause? Im Gegenteil, ich glaube, dass er sich noch besser analysieren kann, weil er vorher sehr viel mitgenommen hat. Und vielleicht will er einen anderen Rollenspiel machen. Ich möchte nochmal Konfliktlösung machen, Gespräch. Ich möchte nochmal den Präsidenten die Meinung sagen. Ich möchte nochmal der Mannschaft etwas erzählen. Ich möchte nochmal den Antritt vor der Mannschaft ganz am Anfang machen. Und sie präsentieren und sie präsentieren und sie präsentieren. Oder vielleicht einer sagt, hey, nochmal ein Shadowing, das war geil, so hinten dran zu stehen, jemanden zu haben, der ihm nochmal Tipps gibt. Gute Geschichte. Wir wissen heute noch nicht hundertprozentig, wo das hinführt. Aber das ist ja das Schöne an unserem Lehrgang, wir sind flexibel, dynamisch und erfolgreich. Und deswegen machen wir das so, wir entwickeln uns, damit der Trainer eines Tages so leuchtet. Er hat den Durchmarsch gemacht bis hoch, also Durchmarsch, wir sind die erste Liga in Braunschweig. Ist nicht nur auf unsere Ausbildung zurückzuführen, aber vielleicht ein kleiner Prozentsatz. Letzte Phase, Prüfungsphase. Ja, wir lernen ja nicht für die Prüfung, sondern fürs Leben. Logisch, es ist eine Anwendungsphase, das heißt, wir wollen dann nur mal wissen, hast du noch was in der Birne? Kriegst du es noch rüber? Und auch hier wird nur das Individuum beurteilt und nicht die Gruppe. Wir können nicht einen Ausländischen reinbringen, der der deutschen Sprache nicht mächtig ist, der seinen Dolmetscher mitbringt und dann die Prüfung so abschließt. Das geht nicht. Also schauen wir auch darauf, dass sie zumindest mal einigermaßen deutlich ausdrücken können. Aber jeder Einzelne muss sein Ding erledigen in der Prüfung. Aber wir nennen es nicht unbedingt Prüfung, sondern Anwendungsausphase 5. Anwendungsausbildung 5. Wir haben Modultests zwischendurch, um ihn zum Glück zu zwingen. Wir haben Endprüfungen in der Theorie, in der Praxis, in der Schriftlichkeit. Wir haben Dokumentationen, wo Sie Ihre Trainerphilosophie aufschreiben über 500 Seiten. Wir wollen aber nur 12 Seiten lesen, Zusammenfassung. Also Sie kriegen, nochmal, unheimlich viel kriegen Sie mit, wo Sie draußen sofort anwenden kann. Wenn jemand sagt, ich habe einen neuen Verein und der Verein sagt, welche Philosophie hast du, kommt er mit seinem Buch, das er sich bei uns entwickelt hat, schmeißt hin und sagt, so stelle ich mir das Leben hier vor. Ich möchte 10 Plätze haben, Rasenplätze, 3 beheizte, eine Halle. Wird schwer, aber ne, hat zumindest eine Vorstellung, eine Vision. Und am Schluss kriegen sie ihren Titel, aber wer will schon die Note hören, ist völlig unwichtig. Man kommt ja auch leider mit einer 4,0 bei uns durch. Leider sage ich, weil das kann nicht sein, gibt's aber, müssen wir akzeptieren. Ist halt so. Ja, Optimierung habe ich schon gesagt, was machen wir in der Optimierung? Und wir stellen fest, nach jedem Lehrgang machen wir einen anonymen Fragebogen. Da kriegen wir unheimlich gutes Feedback. Wir wissen natürlich auch, wie das teilweise gemeint ist. An der Schrift erkenne ich auch, wer es war. Ist ja keine Rolle. Aber die meisten machen das nicht anonym, sondern kommen und sagen, hier, dazu stehe ich. Und wir diskutieren innerhalb des Studententeams. Ganz toll, wir da tolle Ideen haben. Deswegen ist mein Wunsch, eines Tages hauptamtliche Dozenten zu haben, weil dann können wir diese Elite, diese Individualisierung noch besser machen. Weil dann ist immer ein Souffleur hinten dran, tut manchmal weh, aber sie wollen seit neuestem, dass wir die Hose runterziehen, dass sie nackt vor uns stehen und dann ziehen wir sie wieder an. Sie ziehen sich selber an, sie ziehen die Hose selber runter, ziehen sich selber an, wir sind nur Supervisor hinten dran. Ja, oberstes Ziel ist, und da komme ich auch am Ende, wird immer gejubelt, egal in welcher Form, ob sie den Schein haben oder nicht haben, es wird immer gejubelt irgendwo. Und ja, Stani, ich weiß, ich bin am Ende, stehe jetzt bombig in der Zeit, ohne Fragen natürlich zuzulassen. Das ist ganz wichtig, dass man als Referent immer so fertig ist, dass keine Fragen mehr möglich sind. Aber nochmal ein Wort, also so schlimm war es jetzt auch nicht, der Durchgang, ein Wort nochmal. Jetzt wird die andere sagen, naja gut, ich bin hier, weil das andere Thema interessiert mich nicht. Oder nein, was ich hiermit erreichen will, ist folgendermaßen, das ist der Abschlusssatz. All das, was wir an der Hennes-Weiß-Akademie machen, könnt ihr alle mitnehmen für euren Verband, wenn ihr ein Verband da ist, für eure Trainerausbildung im Verein, genau das gleiche, die gleichen Tools, nicht die gleichen Dozenten, aber die gleichen Tools und warum nicht sich einen Kumpel besorgen, der ein bisschen was Ahnung hat vom Leben, den sagt, pass mal auf, den nehme ich jetzt mit in mein Team rein, in der Kreisliga A, du nimmst meine Spielersitzung auf, du beobachtest mich und sagst einfach vom Gefühl heraus, wir sind doch alle Psychologen, vom Gefühl heraus, wie habe ich mich vor der Mannschaft verhalten? Wir sind doch keine Doofen, wir haben doch alle Ahnung vom Leben. Nimm ich den mit rein, der kann mich in der Kreisliga A genauso gut wie in der Oberliga beschreiben, erklären, wie ich reagiert habe und gibt mir dann sofort ein Feedback. Also alles das, was wir da machen, kann hier im normalen Leben auch übertragen werden.
Viel Spaß. Dankeschön.